Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurzangespielt von hulase-linuxgaming.de. Ich bin Merian und zeige euch heute Pioneer, eine Weltraumerkundungssimulation, wo es darum geht, mit einem Flugzeug, hätte ich beinahe gesagt, mit einem Raumschiff, so eines wie man es hier beispielsweise sieht, durch die Gegend zu fliegen und verschiedenste Aufträge zu erfüllen oder aber einfach nur das Weltraum zu erkunden oder sich Schlachten zu leisten. Oder. Es ist so ein bisschen, also eigentlich nicht nur ein bisschen, es ist Open World. Man kann sich von Mission zu Mission hangeln, aber man kann auch irgendwie einfach nur durch die Gegend fliegen, sofern man das entsprechende Geld dafür hat. Also man muss schon sehen, wo man bleibt. Und bevor ich jetzt noch ein bisschen weiter rede, würde ich sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Und zwar würde ich jetzt erstmal kurz den Anfang euch zeigen von der Erde und dann später würde ich laden zu einem nicht deutlich, aber etwas fortgeschrittenen Speicherstand. Und wenn ihr das Spiel interessant findet, lasst oder möchte ich euch versichern an der Stelle, ihr werdet damit beschäftigt sein. Also wenn ihr euch darauf einlasst, wenn ihr sagt, ach, das ist die Art von Gameplay, die ich gut finde, dann wird es so sein, dass man mit diesem Spiel, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, Wochen verbringen kann. Also ich bin jetzt, glaube ich, bei Spielstunde 12. Wenn es reicht, vielleicht auch 16. Wobei das immer so, das läuft immer so am Wochenende in einer Hauruck-Auktion ab. So ab 23 Uhr und wenn man das nächste Mal auf die Uhr guckt, ist halb 5. So Späße halt. Und ja, ich wollte nochmal kurz in die Option, auf die Optionen eingehen. Also ihr seht, Full HD, es ist alles soweit auf Maximum gepusht. Ich persönlich finde es hübscher, wenn die Schiffsspuren angezeigt werden. Denn auf den Navigationstunnel kann ich verzichten, den finde ich immer eher irritierend. Aber die Schiffsspuren finde ich ganz hübsch. Das sind so die Sterne, die dann an einem vorbeiziehen, damit man sieht, in welche Richtung man fliegt. Man könnte jetzt noch ein Cockpit aktivieren. Das finde ich persönlich noch nicht so gelungen. Steht auch dabei. Also kann ich gleich mal anmachen. Aber ich glaube, dafür muss ich das Spiel neu starten. Ich weiß es nicht. Ist ja auch wumpi. Wir probieren es erstmal so. Zurück zum Hauptmenü und dann erstmal ein neues Spiel auf der Erde starten. So. Ihr dürft euch freuen, oder was euch das ganze Spiel über begleiten wird, ist klassische Musik im Hintergrund, also als Musik im Spiel. Finde ich schon mal pauschal großartig. Also, hätte ich auch nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt. Ist eigentlich auch nicht mal eine Art von Musik, aber es passt einfach so unheimlich gut zu dem Spiel. Man startet also in Los Angeles im Jahr 3200 mit einem Raumschiff. Ich drücke mal F1, dann kann man das auch mal von Weitem sehen. Hier, das ist mein Raumschiff, so eine kleine Schaluppe. Das Ding heißt, F3 für das Raumschiff-Informationsmenü, eine Sinotrix, da geben wir direkt mal einen schönen Namen. Das ist die Rennsemmel, warum auch immer. Und da kann man jetzt hier so ein paar Infos sehen, was das Ding so kann. Das ist viel Kauderwelsch, also einfach, weil man es noch nicht kennt. Hier, was zum Beispiel ist ein Klasse 3 Sprungtriebwerk, das sagt einem aus dem Stand her erstmal nichts. Oder was ist ein MW-Pulslaser, wahrscheinlich Megawatt, aber was weiß ich denn. Treibstoffanzeige, die maximale Geschwindigkeit, die ich erreichen kann, glaube ich zumindest. Beschleunigungswerte und so weiter und so fort. Ja, kann man sich alles hier wunderbar nachlesen. Dann als nächstes interessantes Fenster kommen wir. Wir sind eine Frau. Nein, wir sind ein Mann. Und wir brauchen einen neuen Namen. Zum Beispiel Meldran Balthasar. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie man Balthasar schreibt, ist auch in dem Zusammenhang erstmal egal. Einstufung harmlos, Abschüsse keine und Status, wir sind ein Niemand. Wir gehören niemandem an und haben auch keinen Rang. Ich hätte gerne ein neues Gesicht. Das ist immer automatisch, hätte ich beinahe gesagt. Das ist immer zufallsgeneriert. Also man drückt auf den Knopf und irgendwann ist dann dieses eine Gesicht da, wo man sagt, ach, das passt. Und dann lässt man das halt stehen. Also man kann jetzt hier nicht einzeln irgendwelche Sachen durchfrickeln, durchklicken. Ja, das war schon fast gut. Hier, sind das Fliegen? Ja, widerlich. Bläh. Will nicht mit Fliegen verdorbt sein. Ikidiki, bah. Schon wieder die Fliegen. Stinky Pete. Das ist übrigens der neue Release jetzt, der jetzt am 4.3. rausgekommen ist. Da gab es einen Release mit kleineren Updates drin, habe ich mir jetzt mal gezogen und dachte, der ist doch cool, den nehmen wir. Und dachte mir, ich zeige euch dann auch direkt mal die neue Version. Dann könnten wir, beziehungsweise hier sehen wir noch, was wir im Moment an Geld haben. Sage und schreibe, $94, haben sie mir die $6 Landegebühr für Los Angeles abgezogen. Eigentlich startet man mit 100. Ich habe 2 Tonnen Wasserstoff, das ist Notfalltreibstoff in dem Raum, oder Lichtsprungtreibstoff. Habe ich geladen, Treibstoff, der reguläre Treibstoff ist bei 100%, den kann ich abpumpen, wenn ich wollte. Ich habe keine Mission
Und hier ist nochmal mein Name, ich bin der Commander, ich habe keine Crew. So, bei der Information bin ich wieder hier. Da seht ihr, was ich alles kann. Ist das nicht krass? Bin the man. 15 von allem. Aber ich lerne ja noch dazu. So, dann die Außenansicht hatten wir. Da ist unsere Schaluppe, genau. In der Zeit könnten wir rumspielen. Jetzt echt? Das habe ich gerade, und das ist kein Witz, das allererste Mal. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, dass ich das Spiel jetzt laden kann. Das dürfte passen. Glaube ich, ja. Ja, da sind wir wieder. So wie es eben war. Haben wir den Charakter noch gewechselt? Oder bin ich jetzt wieder... okay. Das reicht. Badam, badam, badam. Dann... ja, Schiffsansicht, Zeit hatten wir auch. Hier sieht man so die ganzen Sternsysteme, die es so gibt. Das sind ein paar. Wenige. Je weiter man rauszoomt, dann sieht man auch hier, wo die Sternsysteme hingehören, wem die zugehörig sind und so weiter. Ja, also wir sind jetzt hier, ich glaube, Commonwealth of the Independent Worlds. Oder, nee, Solar Federation sind wir, glaube ich, weil wir sind ja hier auf Sol unterwegs. Und man kann es hier wunderbar drehen, kann sich auch Infos über andere Sternsysteme holen, indem man auf sie klickt und ach, ganz toll. In dem Moment, wenn man die hier ausgewählt hat, kann man dann auch hier unten ein bisschen mehr über die erfahren. Sehen, was das so ist. Hier ist zum Beispiel eine Raumstation. Und so weiter und so fort. Aber dazu später mehr. Ihr wollt bestimmt ein bisschen Action sehen. Ich soll mal rumfliegen, ne? Können wir gerade mal machen. Kein Problem. Und da das ja der Kindheitstraum eines jeden Jungen ist, würde ich sagen, wir fliegen zum Mond. Dafür holen wir uns erstmal die Abflugerlaubnis, die wir eigentlich nicht bräuchten. Wir könnten auch direkt loslegen, aber ich finde das so mal ein bisschen cooler. So, zack. Bumpa. AWSD. Oder WASD, wie ihr möchtet. Mit I beschleunigt ihr. Jetzt sieht man schon, ich habe im Moment eine Geschwindigkeit von 400 Metern die Sekunde, relativ zur Erde. Relativ zur Erde heißt, dass die Geschwindigkeit, also im luftleeren Raum, im Weltall, hat man ja in dem Sinne, irgendwie ist das in dem Wiki, in dem Wiki von dem Spiel, was gar nicht, zwar relativ klein ist, aber gar nicht mal so schlecht ist. Ach, schön. Ist das irgendwie umschrieben, wie das gemeint ist? Dass irgendwie Geschwindigkeit im luftleeren Raum nicht existieren kann, sondern dass diese Geschwindigkeit, die man hat, die man zurücklegt, ja immer relativ zu irgendwas sein muss. Weil sich ja Erde und Sonne und, Sonne jetzt weniger, aber Erde und Mond und wie sie alle heißen, die bewegen sich ja im Weltraum. Auch, die haben eine eigene Bewegung und deswegen muss man quasi da irgendwie davon ausgehend rumeiern. Wie gesagt, so oder so ähnlich. So, jetzt sind wir hier irgendwo. Sind wir schon im Orbit? Sinke ich noch, wenn ich Power loslasse? Ja, ich sinke noch. Also wir müssen noch ein Stück höher, bis die Sterne anfangen zu zisseln. Das finde ich nicht immer ganz nett. Kann ja mal das Dings einziehen. Fahrwerk. So. Warum zisseln denn die Sterne nicht? Das finde ich gerade verstörend. Naja, wo wollen wir hin? Zum Mond, habe ich gesagt. Wo ist er denn? Machen wir es mal ganz plump. Da ist ein Moon. Da will ich hin. So. Da setzen wir es drauf zum Kurs. Da ist unser Schiffchen. Hier. Finde ich ein bisschen schade. Die Gasgeb-Animation ist ein bisschen monoton. Also da flackert jetzt so nichts, wie man es vielleicht erwarten würde. Wie gesagt, das finde ich ein bisschen tragisch. Aber, ach, dem können wir... Das können wir verzeihen. Generell ist das Spiel grafisch, also teilweise ist es sehr, sehr hübsch. Wie gesagt, hier unten ist jetzt die Erde. Das geht mit jedem Planeten. Man kann den Planeten immer so von Weitem begutachten. Das ist auch eigentlich immer relativ nett anzusehen. Ich bewege mich gerade mit der Kamera übrigens mit der mittleren Maustaste gedrückt, so drumherum. Und die Schiffe an sich sind eigentlich auch recht detailliert. Von Release zu Release versucht man auch eigentlich einen einigermaßen angenehmen Grafikstand aufrechtzuerhalten. Mit dem jetzigen Release ist aber dann nochmal irgendwie rückwirkend Support für OpenGL 2.1 hinzugekommen. Bisher war wohl irgendwie nur 3.0 oder 3.3 oder 3. irgendwas möglich. Ja, irgendwie das Gefritzel, was mir anzeigt, wie schnell ich gerade unterwegs bin oder in welche Richtung ich unterwegs bin, deswegen ist das ja so sinnvoll, habe ich nicht. Wird nicht angezeigt. Guck gerade nochmal Geschwindigkeitslinien anzeigen. Eigentlich Schiffssprung zeigen. Eigentlich sollte das alles
da sein. Keine Ahnung, ob das jetzt mit dem neuen Release zu tun hat. Ich weiß es nicht. Wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, der Mond, wir setzen ihn mal als Ziel. Ah doch, das geht doch jetzt auch sofort. Naja, ihr seht, bis zum Mond sind es noch 361.06 bis zum Ziel. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das heißt. Dann seht ihr auch, wie langsam diese Zahl abnimmt und denkt euch bestimmt gerade so, puh, das kann ja jetzt noch eine Ecke dauern, bis wir beim Mond sind. Und deswegen sage ich euch, da gibt es einen Trick. Darauf wollte ich eben schon mal zu sprechen kommen. Man kann die Zeit schneller drehen. Und da ich die Zeit nicht schneller drehen kann als 2, heißt das wahrscheinlich, dass ich immer noch irgendwie im Erdorbit bin. Weil sonst könnte ich das schneller drehen. Und jetzt 2. Weiterhin habe ich den Mond unterwegs. Also immer dann, wenn ich I drücke oder was auch immer, verbrauche ich Treibstoff. Und ihr könnt euch quasi, wenn ihr jetzt noch zuhört, was ich doch sehr hoffe, könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, das wird ein etwas längeres Kurz angespielt. Bedingt durch die Tatsache, dass das Spiel eigentlich umfassend ist auf seine eigene Art und Weise. So, aber jetzt soll ich doch wirklich langsam weit genug weg sein von der Erde, dass hier diese blöde Geschwindigkeitsstufe mal höher geht. Bin entfernt, entsetzt. Da! Da sind die Fitzels! Da sind die Fitzels. Also das zeigt jetzt auch so ein bisschen an, wohin man... Also man kann hier die Sicht beliebig drehen. Und wenn man sich dann quasi wieder nach vorne ausrichten will, in die Richtung, in die man gerade fliegt, dann kann man hier... Sieht man anhand dieser Fitzels, wo das denn gerade ist. Jetzt mache ich mal diese Navigations-Dings wieder weg, weil ich finde, wie gesagt, unheimlich hässlich. Navigationstunnel heißt es. Genau, so viel angenehmer. Ist Geschmackssache wahrscheinlich. Ja, aber jetzt zurück zu dem Problem, dass das jetzt ewig dauern kann. Wir sagen jetzt einfach... Also wir sind ja grundlegend erstmal faul. Das Schiff, das man hat, zumindest auf einfachster Schwierigkeitsstufe, ist von vornherein ausgestattet mit einem... Na, wer hat es eben gesehen? Richtig. Wo steht's? Ich weiß gar nicht, wo steht. Da unten irgendwo. Autopilot. Hier ist es. Mit einem Autopiloten. Das heißt, man kann hier kommunizieren. Da kommuniziert man nicht nur... Also wenn man irgendwo landet, kommuniziert man da mit der Station. Aber da wir im Weltall sind, kommunizieren wir mit unserem Autopiloten. Mehr oder minder. Und wir sagen dem Autopiloten, Autopilot, wir wollen nach Tranquility Base auf dem Mond. Und da fliegst du jetzt bitte hin. Wupp. Dann richtet sich das Ding aus. Er beschleunigt noch nachträglich. Hier sehr schön zu sehen in der Außenansicht. Und ja. Jetzt verbessert das natürlich unsere Zeitsituation nur bedingt. Also sagen wir, weißt du was, Spiel, lauf doch mal doppelt so schnell. Ach, weißt du was, Spiel, lauf doch mal dreimal so schnell. Mal so schnell oder gib mal Vollgas und immer noch blockiert er mir. Also es ist halt so, in bestimmten Situationen blockiert das Spiel eine höhere Geschwindigkeitsstufe. Genau, jetzt ist er wieder auf. Aus welchen Gründen auch immer. Und scheinbar hat er meinen Flug zum Mond jetzt irgendwie, wollte er nicht auf 5 schalten. Ist aber auch egal. Mal umschalten, also wir... Der Autopilot hat schon gegengesteuert, also der versucht jetzt oder der verringert jetzt die Beschleunigung, die wir relativ zum Mond haben, damit wir nicht in den Mond reinkrachen, indem er, man kann es glaube ich noch sehen, sich weg vom Mond dreht und Gas gibt. So. Jetzt wird gelandet auf Tranquility Base. Wir haben nicht nach einer Undock-Anforderung gefragt, das macht, glaube ich, der Autopilot selbstständig. Ist auch sehr interessant, wenn man trotzdem versucht anzudocken, obwohl alle Dockingplätze belegt sind, das gibt's auch, dann wird man von der Blitzfalle gejagt und erschossen. Haha, wie ich das gehört. Okay, so, jetzt landen wir hier gleich. Das sieht super aus, die Kameraführung habe ich irgendwie kaputt gemacht. So, zack, willkommen an Tranquility Base, sie muss 6 Tacken bezahlen. Das ist soweit noch kein Problem. Jetzt fragt man sich natürlich, ja toll, du bist jetzt auf den Mond geflogen, der Traum eines jeden kleinen Jungen ist gerade in Erfüllung gegangen, mit der Ausnahme, dass halt quasi hier schon alles besiedelt ist und das für niemanden mehr was Besonderes sein muss, scheinbar. Aber was bringt denn jetzt? Was ist denn jetzt der Kern des Spiels? Ich habe es am Anfang schon mal kurz angerissen. Man fliegt von A nach B, wo A und B sind, ist erstmal egal, und erledigt Aufträge. Erstmal das Erste, was man macht, wenn man angekommen ist,
okay, wie viel Treibstoff habe ich noch? Ich fülle jetzt mal auf, bisschen halber. Wie viel Hyperreim-Treibstoff habe ich noch und brauche ich noch mehr? Könnte ich jetzt hier auch dazu kaufen oder ich fliege eben sofort wieder los? Wollen wir aber nicht. Nein, wir suchen einen Auftrag. Wir suchen einen Sinn für unser Dasein in dieser Galaxie. Und zwar, gucken wir mal. Gibt es diverse, also vieles ist noch ausgegraut, weil wir keinen guten Ruf haben. Und wir suchen jetzt einen... etwas Schönes nach... Ich würde am liebsten wieder zurück zur Erde fliegen. Aber da scheint es im Moment nichts zu geben. Das würde auch nur sehr, sehr wenig Geld bringen. Und das ist auch so einer der Knackpunkte des Spiels. Es ist gerade am Anfang, aber auch im späteren Verlauf, unglaublich schwer, Geld zu verdienen. Oder ich habe den richtigen Weg noch nicht gefunden. Denn das Wiki schweigt sich dazu aus. Da gibt es ein kurzes How-To, wie man das Spiel startet. Aber es wird nicht näher erklärt... ja, wie man dann erfolgreich ist, quasi. Das muss man selbst rausfuchsen. So, um nochmal auf das Problem zurückzukommen. Phobos Base. Standardbezahlung sind 60 Dollar. Also ihr seht, ich krieg dann 60 Dollar, wenn ich da jetzt diesen Auftrag annehme. Diese Kisten, das ist eine kleinere Menge Waren. Die wird nicht... Eigentlich hätten wir hier einen Laderaum mit Tonnen. Aber da das eine kleinere Menge ist, geht das so unterm Radar durch. Das wird nicht angerechnet auf das... Schiffsgewicht. Jetzt können wir dem Typ, den wir gerade angerufen haben, diverse Fragen stellen. Warum so viel Geld? Ne? Wo ist das irgendwie fischig? Nein, nein, das ist der Standardtarif. Okay. Bis wann muss es denn geliefert sein? Bis zum, ich kann das nicht lesen gerade, 8. Januar. Heute ist der erste, das sollte klappen. Phobos Base ist nicht so weit weg. Wir gucken gleich mal, wo das ist. Wird es gefährlich sein? Das bezweifelte er. Die meisten Anfänger-Missionen sind einfach nicht gefährlich. Das ist Standard. Wie war nochmal die anfängliche Frage? Da kann man es wiederholen. Und ich sage jetzt, okay, ich bin dabei, ich fliege dahin, ich bringe den Scheiß dahin. Wir setzen das auch direkt als Navigationsziel und legen dann auf. Guti gut. War das jetzt alles? Weiß ich nicht. Also das ist jetzt nicht... Es geht nicht nur um Warentransporte, sondern ich sehe gerade keins. Weil hier scheinbar... Doch, da, Schiff gesucht, Überfahrt auf einem schnellen Schiff zum Gliese für ein 49-System... Ich habe keine Lust, mein Leben durch einen Piloten gefährden zu lassen, der keinerlei Qualifikationen hat. Also das können wir noch nicht machen. Und uns fehlt auch die technische Ausstattung, aber dazu später mehr. Können wir quasi noch nicht tun. Im Moment wirklich nur so reine Lieferdinger. Hier könnten wir sogar eins nehmen. Der will zum Bavaren-System. Da würde man richtig viel Cash kriegen. Aber wie viele Personen seid ihr denn? 3. Und ich sage, okay, ich übernehme das. Sie haben in ihrem Schiff nicht genügend Platz. Tja, das ist mal doof. Hängt damit zusammen, dass man sich über dem Schiffs-Auftune-Menü hier in diesem Radio... Ihr seht, das habt ihr im Moment alles drin. Nicht draufklicken, sonst verkauft man das Instant. Das ist ein bisschen doof, also aber man braucht ja auch nicht klicken. Man bräuchte, zumindest bei diesem kleinen Schiff, eine zusätzliche Passagierkabine für 1.350 Dollar. Wir haben 86 Dollar und kriegen für die nächste Mission 60 Dollar. Also, hier lässt sich ungefähr erahnen, warum dieses Spiel... einen gewissen Zeitaufwand benötigt, um irgendwie mal in die Gänge zu kommen. Sprich, um diese Mission anzunehmen, die mir, wo ist sie hin, 3.800 Dollar bringen würde, wo es darum ging, 3 Personen durch die Gegend zu fliegen, müsste ich zuvor hier 3-mal dieses, ich finde es gerade nicht, diese zusätzliche Passagierkabine kaufen für knapp, schlecht in Mathe, etwas mehr als 4.000 Dollar. Gesamtpreis. Ja, ihr ahnt, dass das einen Moment dauern kann. Klar, es gibt auch Aufträge, die jetzt ein bisschen mehr bringen als diese 60 Dollar. Ich weiß zum Beispiel, Discovery Base dürfte relativ weit weg sein. Die bringt dann mal eben 125. Ansonsten haben wir noch was. Olympus Moon ist um die Ecke, das bringt wenig. Also je länger die Strecke, desto mehr müsst ihr natürlich, also kriegt ihr auch Geld. Hier, da steht zwar Kurzstreckenlieferung, aber immerhin 161 Dollar. Und so weiter und so fort. Gut, würde ich sagen, machen wir das einfach mal kurz. Eine kleine Lieferung. Nee, nicht hin. Kann man gucken. Das ist halt jetzt hier das Sonnensystem. Das habe ich eben gar nicht gezeigt. Das eigene quasi. Da seht ihr, wo man überall hinfliegen kann. So diese blauen Kreise, da sind dann Basen. Mindestens eine Base, wenn nicht mehr. Diese gepunkteten Dinger sind Raumstationen um den Planeten drumherum. Also ihr seht, auf Sol in unserem schönen Sonnensystem ist im Jahr 3200 schon einiges los. Wirtschaftsinformationen kann man sich anzeigen lassen, Demografie, ne? Kapitalistisch weiterhin, da wird sich in den nächsten 1000 Jahren also nichts ändern. Und hier leben irgendwo in diesem Sonnensystem mehr als 15 Milliarden Menschen. Der historische
Geburtsplatz der Menschheit. Warum auch immer das noch auf Englisch ist. Der Rest des Spiels ist Deutsch, dank mitgelieferter Übersetzung. Okay, hier sind wir. Wir bitten um Starterlaubnis. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das im Normalfall spiele. Man drückt hier auf Starterlaubnis. Geht nochmal in die richtige Sicht. Dann wird man ein paar Meter hochgeschmuggelt. Dann hört der Antrieb auf. Und dann sagt man Kommunikation, Autopilot, Docker an den Raumstationen. Und dann gibt der Gas. Das ist diesen Punkt, als ich die Mission eben angenommen habe und habe gesagt, stell das bitte ein. Also setz das als Ziel. Dann habe ich quasi schon dem Autopilot gesagt, da will ich jetzt nächstes hin. Und in dem Moment brauche ich hier nur noch sagen, ist quasi hier schon ausgewählt. Ich sage Autopilot Docker an und er macht den Rest alleine. Ne? Ansonsten, wenn man das noch ändern wollen würde im Betrieb, kann ja mal sein, wenn man sagt, oh Gott, mein Treibstoff ist leer, ich muss jetzt an die nächste Basis, kann man sich halt hier ein bisschen durchklicken, sieht dann auch, wie weit es ist bis zu diesem Ziel. Hier unten dieses AE. So. Also als nächste Ziel in der Nähe wäre zum Beispiel, wir sind gerade auf dem Mond, wahrscheinlich die Erde, mit keinen AE, sondern MM. Also wie gesagt, was genau diese Einheiten heißen, weiß ich nicht. Wenn ihr das wisst, dürft ihr mir das gerne als Kommentar unter diesem Video hinterlassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich da bereichern könnt, weil auch dazu habe ich nichts gefunden in dem englischsprachigen Wiki. Aber vielleicht ist das auch irgendwie bei der Übersetzung verloren gegangen. Gut. Also, er macht jetzt hier den Flug. Wir hören auf, mit dem Autopilot zu sprechen, denn der weiß schon, was er tun soll. Den brauchen wir nicht mehr belatschen. Und es würde... jetzt habe ich das natürlich blöd ausgewählt. Alles übernommen. Dann, wir wollen nach Phobos Space. Da wollten wir hin. Hier, da. Das ist die richtige Distanz. Und dann sagen wir wieder, fünffache Mobsgeschwindigkeit. Er ist noch im zweifachen Modus, weil er irgendwie erstmal einen gewissen Abstand zum Planeten haben muss. Schalten wir mal auf Außenansicht, weil das viel cooler ist. So. Also wir entfernen uns vom Mond, der im Rückspiegel auch relativ nett aussieht, muss man einfach mal sagen. Also, jetzt hat das Sternengeflicker angefangen. Dreifache Geschwindigkeit, noch weiter weg. Irgendwann schaltet er in Vierfache und dann Fünffache. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn mit der neuen Version los? Leute, ich habe gestern 5 Stunden gespielt oder so am Stück. Das ist diese neue Version, scheinbar. Und deswegen starte ich jetzt nochmal die alte. Und dann, ja, tut mir leid. Ne? Bis gleich. So, da sind wir wieder mit dem Bild 2016, weil der 17er Bild scheinbar irgendwelche Probleme hat. Ich kann mir nicht erklären, oder also ich kann mir nicht vorstellen, dass das plötzlich an meiner Hardware liegt. Aber wir sagen jetzt auch nicht, wir setzen unser Spiel von eben nicht fort, sondern ich habe ja angedeutet, ich habe schon mal 2, 3, 4 Stunden in das Spiel investiert. Deswegen gucken wir mal, was man dann irgendwann so in Anführungszeichen erreichen kann, wenn man halt ein bisschen Zeit investiert hat. Nein! Ach, das wollte ich doch gar nicht. Jetzt habe ich verklickt. Jetzt habe ich den schwierigsten Spielstart gewählt. Spiel beenden. Spiel laden. Da! Mein Autosave 4 ist ja schon 4. Das war gestern Nacht um 3.52 Uhr. Habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's, jetzt kannst du langsam mal ins Bett gehen. Und das zog sich so. Ja, zog sich so irgendwie. Ich weiß gar nicht, um 12 habe ich, glaube ich, angefangen. Spiel laden ist ja schon 4. Da bin ich nämlich gerade auf Townsend Plattform. Meine Rumpfintegrität. Ich bin mit einem Schiff zusammengestoßen. Die hat ein bisschen gelitten. Das Spiel ist pausiert. Und wir fliegen einfach mal los. Habe ich gerade irgendwelche Missionen offen? Nein. Bin gerade ein bisschen weniger eingekesselt. Geld habe ich immerhin schon mal 12.000. Und ich habe sogar... Da, Sylvester Smith heiße ich hier. Sieht einigermaßen cool aus. Ich bin glaubwürdig, das heißt, ich kann viel mehr Missionen auswählen. Also wenn man jetzt hier mal schaut, Missionsauswahl, sind nur ganz wenige grau und das sind die, wo ich jemanden töten müsste, weil ich habe noch keine Abschüsse. Also, oder entweder ist mein Ruf zu gut oder meine Einstufung zu harmlos oder meine Abschüsse zu niedrig. Auf jeden Fall darf ich noch keine Tötungsmissionen annehmen oder zumindest nicht jede. Das kommt dann erst noch scheinbar. Habe ich noch nicht erspielt. Bin auch eher so der friedvolle Spieler, Muttis Rennsimmel. Bislang zumindest. Nehmen wir einfach mal eine Mission an. Zum Beispiel hier, gesucht Überfahrt zum neuen Libre-System. Ich zahle, das heißt, es ist eine Einzelperson, 1.900 für eine Person. Hi, ich bin Anna-Maria Fiemann und ich brauche eine Überfahrt zum System 9 Libre.
mit den Koordinaten im Weltall, das ist 37,84 Lichtjahre entfernt. Dafür zahlt sie knapp $2000. Warum so viel? Ja, das wissen Sie nicht. Ich bin ein bekannter Superstar. Interessant, interessant. Wie viele Personen? Ich reise alleine. Wie bald müssen Sie da sein? Ich muss da sein vor dem 18. Oktober. Wir haben den 17. Juli. Das sollte funktionieren, auch bei 40 Lichtjahren. Gibt's Gefahren? Sie werden vielleicht von der Presse belästigt. Ignorieren Sie diese einfach. Wie war nochmal die Frage? Ich werde den Flug übernehmen. Wunderbar. Ziel als Navigationsziel setzen und auflegen. Vielen Dank für das Gespräch, liebste Anna. Die sitzt jetzt bei uns im Schiff in unserer... ich kann sie hier nicht kaufen. Doch, eigentlich müsste ich sie... Wo sehe ich denn das? Das ist ja wieder interessant hier. Das könnte ich hier für 11.000 meinen Schaden reparieren bei diesem stinkenden Mechaniker hier, der von Fliegen umkreist wird. Aber ganz ehrlich, das möchte ich natürlich nicht. Dann fliege ich lieber mit kaputten Schiff durch die Gegend. Das ist ja so. An sich ist das ja kein Nachteil. Hoffentlich. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich finde es nicht. Irgendwo steht... Bei Fracht oder so. Irgendwo steht auf jeden Fall... Da, Kabinen! Gesamt eine, benutzt eine. Weil ich jetzt einen... Passagierkabinen sind das in dem Fall. Weil ich jetzt einen Fluggast habe. Gut. Genug der langen Rede. Auch hier wieder etwas Action. Anfunken. Losfliegen. Der Abdock-Vorgang läuft noch vollautomatisch. Und extrem langsam. Sagen, was ist denn hier los? Kurz gefragt, was da abgeht. Da hier auch sehr schöne Details mit dieser Landevorrichtung. Und dann ab dafür. Raus ins schöne Weltall. Was ist denn für ein weißer Strich da die ganze Zeit? Was ist das denn? Seht ihr das? Ihr wisst, was ich meine, ne? Naja, hab ich auch noch nicht gesehen bisher. Tatsache ist, jetzt können wir unserem Autopilot nicht sagen, was er machen soll. Ist aber kein Problem. Wir sagen nämlich direkt, ich habe nicht geprüft, ob ich genug habe für einen Hypersprung. Hat denn der Michael gerade einen Fehler gemacht? Oder würde ich lieber sagen Meldrian? Der Micheldrian? Hyperraumreichweite 66. Ah, ich habe den voll geknallt. Ich glaube, ich habe nur Hyperraumzeug am Stissel. Wasserstoff 10 Tonnen. Ja, alles gut. Da können wir fünfmal mitspringen. Der Michael hat alles richtig gemacht. So, F7 für Hypersprung. Der ist in 10 Sekunden. Damit man sich nicht einfach verpissen kann, wenn man gerade im Kampf ist, hat er so ein bisschen Cooldown. Ja, also man kann sich trotzdem einfach verpissen, aber es ist ein bisschen... Yeah, und das ist der Hyperraum. Guckt ihn euch an. Hier unten ist der Fortschritt. Hier das Datum fraß an uns vorbei, die Zeit. 3. August, ja, aber ich denke mal, bis Oktober werden wir nicht kommen, denn wir sind im August, kommen wir an. Bums, los. Zack, da sind wir. Da ist unsere Hyperraum-Ankunftswolke, die man nicht sieht. Eigentlich ist das ein ganz heller Lichtblitz. Und wir drehen uns ein wenig. Wir trudeln. Seht ihr das? Durch die Sterne sieht man das. Oder wenn ich jetzt auch Cockpit-Ansicht nehme. Dann wir drehen uns leicht nach links. Wir trudeln im Weltall herum. Mit 100 Metern die Sekunde relativ zu irgendeinem System. Gut, jetzt sind wir also in diesem fremden Sonnensystem. Wir gucken gerade nochmal nach, wo wir jetzt eigentlich sind. Aktuelles System. Was gibt's hier so? So sieht es also aus von weitem. Da sind wir. Der rote Kreis, da sind wir. Was sind das? So ein Feind. Und hier sehen wir, wie viele Planeten es gibt und welche davon mit einer Raumstation oder mit einer Siedlung beehrt sind. Was ist das? Kleiner Gasriese. Cool. Kannte ich noch nicht. Gut. Innenansicht. Autopilot. Wo wollen wir hin? Wir gucken erstmal, wo geht's denn am schnellsten? Weil wir wollen ja den Gast loswerden. Den können wir jetzt irgendwo absetzen. Der gibt uns, egal wo er aussteigen darf, das Geld. Und wir gucken mal, 20 AE. Alles 20 AE. Also wir sind ewig weit von allem rausgekommen. Dann gehen wir zur Ray Station. Oder nach Wise. Klingt eigentlich ganz nett. Nee, Cleveland. Ob es da auch eine Show gibt? Ha. Da fliegen wir hin. Autopilot. Vollgas. Der hier geht auch direkt auf fünffache Geschwindigkeit. Wir haben eine Geschwindigkeit von 3000 km pro Sekunde relativ zum System. Und ihr seht, selbst die relativ große Einheit AE nimmt relativ schnell ab. Relativ deswegen, weil es immer noch einen kleinen Moment dauert. Außerdem wird das ja noch dass der Autopilot abbremsen, bevor wir da sind. Und in dem Zwischenraum kann ich darüber sprechen, für wen eignet sich also Pioneer? Ihr solltet einen
Gespür haben für Science Fiction. Also, dass ihr euch plötzlich im Jahr 3200 befindet, fiktiv, sollte euch nicht überraschen. Ihr solltet es mögen. Und ihr solltet Zeit mitbringen. Also ja, es gibt Gameplay in dem Spiel, was ein bisschen kniffliger ist. Es gibt zum Beispiel eine Rettungsmission, oder es gibt Rettungsmissionen. Da muss man manuell, weil der Autopilot das nicht kann, relativ nah an ein im All herumtrudelndes Schiff heranfliegen, damit eine Rettungscrew an Bord gehen kann und solche Späße kriegt man auch unheimlich viel Kohle für später. Aber worauf ich hinaus will ist, bis man so weit kommt, guckt man ziemlich oft auf das hier und wartet. Also sucht euch einen Podcast, macht die Nachrichten an nebenher. Wenn ihr einen zweiten Monitor habt, spielt doch einfach Pioneer auf einem Monitor und macht auf dem anderen Monitor was anderes, weil ihr seht ja, wenn ihr ungefähr da kommt, dann könnt ihr wieder ins Spiel gehen. Müsst das Ganze nur im Fenstermodus betreiben dann. Und wenn das alles kein Problem ist für euch, wenn ihr das alles mögt oder wenn ihr euch damit sogar irgendwie anfreunden könnt, jetzt ist die Kennedy-Kolonie, zieht gleich zu unserer Rechten vorbei, dann ist Pioneer ein wunderbares Runterkommen, Seele baumeln lassen Spiel, was euch einfach so am, wenn man einfach mal nichts machen will, was einen jetzt sonderlich extrem fordert, sondern wo man einfach sagt, okay, ich gucke mir das jetzt an, ich fliege ein bisschen durchs All, im Hintergrund läuft eine schöne Melodie, die man auch ausschalten kann und durch eigene Musik ersetzen kann. Und irgendwann zwischendurch landet man, also man muss ja nicht immer auf fünffache Geschwindigkeit stellen, man kann ja auch sagen, dreifache Geschwindigkeit, dann dauert halt ein Flug mal eben 40 Minuten. Und nebenher, weiß ich nicht, keine Ahnung, schreibt man an der Bachelorarbeit oder so. Man soll ja eh immer mal wieder Pausen machen, wenn man irgendwie arbeitet. Oder man arbeitet generell an der Steuererklärung nebenher und wenn man sieht, der Autopilot hat mich gelandet oder ich werde angegriffen, hier unten ist übrigens der Alarmmonitor, falls man angegriffen wird, ist mir bisher noch nicht passiert, aber ich bin ja noch ein Anfänger. Ne? Also Sachen, also es schwingt, glaube ich, ein bisschen mit. Ich persönlich habe eine ganze Zeit lang gebraucht, bis ich mich auf Pioneer eingelassen habe, weil ich immer, ich habe das Spiel gestartet, wie geht denn das überhaupt? I zum Gas geben, WASD um die Richtung zu, gut, das war ein bisschen bekannt, aber bis man die Tastatur und das alles erstmal raus hat, das dauert wirklich einen Moment. Aber wenn man sich dann, wie gesagt, drauf einlässt und sich vor allem auf die Ruhe einlässt und auf die Art und Weise, dieses Spiel zu spielen, dann ist es wunderbar. Also ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, im Ho, wie man so schön sagt, ich find's absolut wunderbar. Mir macht's unheimlich Spaß. Nicht für das schnelle Spielchen zwischendurch, sondern einfach um wirklich bewusst, weil man nichts anderes zu tun hat, 1 bis 2 bis 3 bis 4 Stunden vorm PC zu versacken und ein bisschen sich langsam aber sicher eine Reputation aufzubauen, ein größeres Konto aufzubauen, irgendwann genug Geld zu haben, um sich ein neues Schiff zu kaufen. Ich hatte bislang noch nicht genug Geld, um mir ein größeres Schiff zu kaufen, wie man gesehen hat. Sich neue Systeme in das alte Schiff, in das bisherige Schiff zu holen und so weiter und so fort. Zack, da schreibt sie aus, die Anna Maria, danke für die nette Reise, sie wurden voll bezahlt. Und hier ist auch irgendwie so eine, weiß ich nicht, Hartz-IV-Siedlung. Hier kostet das Andocken nur 1 Dollar statt 6, wie auf der Erde. Und von hier, jetzt ist man hier in einem völlig fremden System. Entweder sagt man, okay, hier gefällt es mir nicht, ist alles so rot, ich fliege wieder zurück nach Sol. Dann würde man jetzt hier in die Übersicht gehen. Hier unten gibt es übrigens das kaum zu sehende Fenster Suche. Da sagt man jetzt S-O-L, drückt Enter und ist auf Solar. Da will ich aber nicht hin, ich will nach Sol. Das ist jetzt irgendwie doof. S-O-L. Was soll das heißen? Sol gibt's nicht. Ah, ich weiß. Weil ich im Moment wahrscheinlich nicht hinspringen kann, weil mein Treibstoff nicht ausreicht. Ist kein Problem. Testen wir. Kann man ja schnell testen. Also hier, ihr seht, mein ehemals 10 Tonnen Vorrat an Stickstoff. Ich glaube, Stickstoff ist es. Ist geschrumpft auf 4 Tonnen. Weil ich eben einen Übersprung gemacht habe. Den stocken wir wieder auf 10. Können wir wieder 88 Lichtjahre rumheizen. Den Treibstoff, den regulären Treibstoff füllen wir auf. Sieht super aus hier. Wie sieht die Polizei hier aus? Die Polizei ist klasse manchmal. Oh, ein ganz regulärer Polizist. Schade. Die Reparatur kostet hier genauso viel wie auf der Erde. Werde ich sicherlich nicht bezahlen. Neue Schiffe könnte ich kaufen. Ein Transportschiff, der ein Fissmann-Klasse. Das, ich muss es einfach sagen, deutlich schlechter ist als das Schiff, das ich jetzt habe. Also das macht keinen Sinn. Stimmt auch irgendwas nicht. Also er sagt zwar irgendwie, also jetzt, dieses Schiff würde, wenn ich mein Schiff, bisheriges Schiff, was man immer machen muss, in Zahlung geben würde, würde mich dieses Schiff immer noch $112.000 kosten.
ist aber, zumindest was das Sprungtriebwerk angeht, schlechter als mein bis jetziges. Die Kapazität ist nur also ein bisschen höher, also 8 Tonnen höher als mein jetziges. Ein Besatzungsmitglied mehr kann dran. Es gibt 4 statt 2 Raketenhalterungen. Okay, das ist vielleicht nicht so schlecht. 2 Schöpferslots habe ich jetzt auch. Also, ne, so wirklich die... Vielleicht ist es auch einfach schneller. Was hat denn meins für ein Delta-V beladen? Findet man ja raus. Also, da war es doch schon. Hier. Delta-V 8400. Das eben hatte 10.000. Also, es wäre ein schnelleres Schiff. Kommt man schneller von innerplanetarisch zu einem anderen System. Aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Ich wollte ursprünglich das alles wieder, genau, einkaufen. Eine Mission nehmen wir jetzt hier mal. Ah! Okay, das ist so eine Rettungsmission, von der ich eben gesprochen habe. Das wird ein längeres kurz angespielt, ich weiß es, aber ich mag euch das unbedingt zeigen, weil das ist gar nicht mal so uninteressant. Das kann im Moment dauern. Mal gucken, vielleicht skippe ich was oder so, vielleicht schneide ich was raus, je nachdem, wie die nächsten paar Minuten verlaufen. Jetzt ist die Frage erstmal, wie viele Leute wollt ihr denn da hinbringen? Letzte Position in der Nähe von Esol B im System Esol, 22 Lichtjahre entfernt. Welche Art kann ich leisten? Ich brauche jemanden, der bereit ist, sofort zu starten und unseren Kollegen zurück zu Cleveland zu befördern. Ah, ich sollte jemanden holen, falls ihr noch am Leben sein sollt. Das Schiff hatte ein Crewmitglieder und einen Passagier. Das ist schlecht, denn ich habe nur eine Passagierkapsel. Also sagt man jetzt, was wolltest du mir dafür nochmal zahlen? 3200, das ist eine ganze Menge Geld. Also sagt man, okay, kein Problem. Wir gehen hierhin, verkaufen eine Einheit Wasserstoff wieder, die wir eben geladen haben. Bums. Und Verkauf bestätigen. Der übrigens hier sehr günstig ist. Also hier könnte man Wasserstoff einkaufen und ihn auf der Erde für 1,08 Dollar verkaufen. Wenn man einen Frachtraum hat, der groß genug ist, könnte man da ein bisschen Reibach mitmachen, wenn auch nicht viel. Aber mit anderen Waren ist das natürlich hier sowas ein bisschen interessanter, darauf zu achten. Das war das, was ich anfangs meinte. Man muss keine Missionen machen. Man kann auch einfach sich einen Lastkarren mieten und kann anfangen, hier Sachen durch die Gegend zu fliegen und die irgendwo gewinnbringend zu verkaufen oder zu kaufen. So, hierhin. Ich kaufe mir eine zusätzliche Passagierkabine. Das heißt, ich habe jetzt... Gucken wir mal. Passagierkabine. Ich habe es eben gesucht und ich suche es gerade wieder. Da, Kabine 2 benutzt 0. Das heißt, jetzt können wir hier sagen, Schiff unansprechbar. Hier waren es immer noch 2 Personen, ne? 1, 2. Wie viel Zeit habe ich? Bis zum 29. November, das dauert also noch eine Ecke. Genug Zeit. Okay, ich werde den Flug übernehmen. Ziel als Navigationsziel setzen. Ganz wichtig an der Stelle. Und auflegen. Gut, dann rufen wir nochmal an und sagen, ich gehe dann mal. Fliegen also hier weg. Und jetzt kann man nicht den Autopiloten, man könnte den Autopiloten austricksen und sagen, flieg mal bitte da dahin, aber wir geben erstmal Vollgas in Richtung Himmel. Verlassen also, das bin quasi jetzt ich mit WASD und der I-Taste. Verlassen also erstmal diesen behaglichen, wunderschönen Ort. Hoffe ich zumindest. Ja, okay. Wir können immer noch keinen Hyperjump ausführen. Jetzt können wir Hyperjump machen. Der Hyperjump, da wir das Ziel gesetzt haben, bringt uns dahin, wo wir hinwollen. Wir drehen uns langsam wieder in Richtung Planet, aber das sollte kein Problem sein für den Hypersprung. Wir entfernen uns ja noch von ihm. Zack, Sprungfortschritt. Jetzt bei knapp 100%. Das Datum kollabiert in Richtung Zukunft. Wir trudeln durchs All. Ist jetzt die coole Wolke da? Wieder nicht. Hyperraumankunftswolke. Eigentlich ist hier immer alles weiß und total grell, aber irgendwie wird das gerade nicht angezeigt. Keine Ahnung, was da los ist, hör mal. Und jetzt ist der Autopilot erstmal völlig überfordert. Ist aber kein Problem. Wir machen die Mission nochmal auf. Weitere Informationen. Da. Als Navigationsziel setzen. In einer Umlaufbahn um Esol BA irgendwo dahin. Und dann sagen wir Innenansicht, reden nochmal mit dem Autopilot und er sagt, Autopilot, fliege in Nähe von. Und dieses X-0415, das ist die Beschreibung von dem Schiff, das wir jetzt ansteuern, wo wir jetzt hinwollen.
Und dann sage ich einfach mal hier, fünffache Mega-Mobs-Geschwindigkeit. Wir wollen dann nicht erst in 18 Tagen da ankommen, aber trotzdem, das ist das, was ich eben meinte, dauert es einen kleinen Moment, bis man die Entfernung zurückgelegt hat. Zeit, um den Twitter-Feed zu gucken, um die nächsten 5 Absätze in einem Text zu schreiben oder auch 15 Absätze, wenn man eben nicht auf dreifache oder nur zweifache Geschwindigkeit stellt, wobei zweifach dürfte wirklich sehr lang dauern. Oder eben ein bisschen mehr über das Spiel zu erzählen. Ich empfehle euch weiterhin, also so lang, wie gesagt, Abstürze hatte ich mit dem Spiel soweit noch nie. Jetzt nur mit dieser neuen Version von 2017, ladet euch die alte Version von 2016 runter. Müsst halt auf SourceForge ein bisschen gucken, dass ihr nicht den neuesten Stand ladet, sondern dass ihr eben den findet, der den älteren Datenstand. Das ist alles kein Problem. Man ist nur ein bisschen umständlicher, weil sie jetzt natürlich nachvollziehbarerweise auf der Homepage den aktuellen oder den neuesten Stand anpreisen und den auch zum Direktdownload gelinkt haben. Aber mit ein bisschen Suche kriegt man das schon hin. Zumindest so lange, bis sie die neue Version irgendwie vernünftig in Gang gekriegt haben. Aber vielleicht stürzt es auch bei euch gar nicht ab, das kann natürlich auch sein. So, wir sind am Ziel vorbeigesaust, denn, wie gesagt, der Autopilot NAS-Schiff erfasst, wir sind schon nur noch bei doppelter Geschwindigkeit, der Autopilot kriegt es gerade nicht gebacken, da vernünftig ranzukommen. Das heißt, da ist es. Wir übernehmen jetzt mal erstmal scheinbar normale Geschwindigkeit und dann sagen wir Autopilot, halt die Backen. Ich übernehme jetzt Außenansicht. Da sind wir. Das Ding, wo wir hinwollen, ist da oben. Also soweit hat es nicht gänzlich verbockt, aber er ist halt immer noch 1,8 Kilometer weit weg. Und jetzt fängt die Feinarbeit an. Jetzt müsst ihr nämlich mit den Tasten IOP und JKL. Ich zeige, mach das gerade mal vor. Mit U geht's nach oben. Mit O geht's nach unten. Mit I gebt ihr Gas. J schubst euch nach links. K bremst. Und L schubst euch nach rechts. So. Was bringt euch das? Mit diesem Feintuning, ich drücke jetzt mal K, dann seht ihr, was ich meine, könnt ihr den Abstand zu eurem Ziel verändern. Ihr seht jetzt quasi, ihr habt eine Geschwindigkeit von 241 Metern pro Sekunde. Ihr verringert den Abstand zum Ziel, weil das jetzt gleich an euch vorbeischießt. Es ist aber viel zu weit oben. Also drückt ihr, nicht I, sondern U. Drückt ihr mal ein bisschen U. Hier, das ist dieses immer übrigens das Ding, wo ihr euch gerade grob hinbewegt im freien Raum. Und ihr seht, ihr steigt nach oben auf die gleiche Höhe wie das Schiff da hinten, das gerade an uns vorbeifliegt. Wir schubsen uns mal ein bisschen in Richtung des Schiffs, indem wir L drücken, uns nach rechts katapultieren quasi. Der Abstand schwindet. Da sind wir. Jetzt steuern wir schon gegen, weil wir wollen ja nicht dran vorbeisausen, wir wollen ja drauf zusausen. 1 Kilometer vor uns quasi. So, gut korrigiert, alles richtig gemacht. Bisschen Gas gegeben zwischendurch. Wieder nach unten. So, ist gut. Wir sind aber zu langsam. Das heißt, wir geben mal ein bisschen Gas zwischendurch. Das ist quasi das, wo ihr jetzt hinfliegt. Dieses Grüne. Ich bremse, falle ich wieder zurück oder fällt das ganze Ding wieder zurück. So, wir nähern uns dem Ziel immer noch. Relativ fix. Ein bisschen höher wieder. Wenn ich jetzt nochmal dagegen fliege, wie ich das eben, deswegen, das ist das, was beim letzten Mal schief gegangen ist, jetzt nochmal dagegen fliege, dann ist hier auch Schicht im Schacht. So, bremsen wir mal, bremsen wir aber sicher. Jetzt ist es wieder schneller als ich. Also es ist in dem Moment ein bisschen filigrane Feinarbeit. Ich denke aber mit dem andauernden Gameplay, also wenn man sich da irgendwie erstmal reingefuchst hat, dann kurz drehen. Schau mal hier diese Halterkacke an. So. Alles gut. Dann wird das auch mit jedem Mal etwas einfacher. Meinen ersten Anflug hättet ihr nicht sehen dürfen, weil der war wirklich, der war nicht schön. So, jetzt haben wir gleich unter 50 Meter. Bumm, jetzt kriege ich gesagt, das ist super.
sorg mal bitte dafür, dass du so nah dran bleibst, also dich nicht weiter entfernst als 50 Meter. Für ein paar Sekunden, weil wir zwei Leute. Und das war's. Zack, beide sind an Bord. Das Schiff wird quasi aufgegeben. Und ich mache mich jetzt zurück. Ich fliege wieder weg von hier. Denn ich soll ja... Wir schauen nochmal nach. Es wäre natürlich cool, wenn ich das jetzt irgendwie kapern könnte, aber ich glaube, das geht nicht. Wir schauen nochmal nach. Wir sollen ja die Leute in spätestens 81 Tagen zurück nach Cleveland bringen. Und kriegen dafür, wie erwähnt, 3200 Tacken. Goodie, machen wir das doch. Also, jetzt habe ich mich verklickt. Dahin. Rückkehrroute setzen. Zurück zur Außenansicht. Hier wird schon angeboten. Rumspringen. Wenn ihr solche Rettungsmissionen macht, ich zeig das gerade nochmal, in diesem System gibt es keine Möglichkeit, an Treibstoff zu bekommen. Also tankt, donnert euch den Tank voll, sonst kriegt ihr Probleme. Auch den Hypersprung-Tank. Und dann sagen wir Hyperspace. Man könnte jetzt auch mal auf das Ding schießen, aber ich traue mich nicht. Schon, ja, wie gesagt, sehr schade. Ich hätte es gern gekapert. Das ist, glaube ich, größer als mein Schiff. Geht jetzt mal wieder zurück nach Hause. Nach Cleveland. Brown. Da, da ist es. Buh, die Ankunftswolke. Das ist das, was ich eben vermisst habe zweimal. Aber jetzt ist sie mal da. Verursacht nur leichte epileptische Anfälle. So, und wir wollen zurück nach Cleveland. Wo sind wir? Wo bin ich denn jetzt hingesprungen? Da ist es doch. Ich war kurz verwirrt. Autopilot. So, 14,77 AE. Der Treibstoff ist nicht mehr so viel da. Das heißt, es wird wahrscheinlich jetzt so sein, dass der Autopilot nicht auf 3000 Meter pro Sekunde beschleunigt. 3000 Kilometer pro Sekunde beschleunigt. Sondern irgendwann sagt, okay, ich brauche auch einen gewissen Treibstoff, um das wieder abzubremsen. Deswegen darf ich nicht zu schnell sein, sonst kriege ich das Abbremsen nicht mehr hin. Und dann kann es sein, dass er nur auf 1000 oder 2000 Kilometer pro Sekunde, 1000 hat er sich jetzt eingependelt, beschleunigt. Wie gesagt, damit er diese Bremsung vorm Ziel noch ausführen kann. Das hat schon alles seinen Wert. Und jetzt heißt es wieder, warten. Sucht euer Smartphone, guckt auf den zweiten Monitor, was eure Lieblingsnewsletter so machen. Zum Beispiel guckt, ob auf Folase neue News rauskommt, rausgekommen ist. Wenn ihr das Ganze nicht eh schon via RSS-Feed oder auf Twitter verfolgt, dann könnt ihr auch die Seite direkt aufrufen. Ne? Also lustige kleine Dinge, die man jetzt nebenher... Geht mal pullern! Hier, ihr seht ja, es dauert recht lange, wenn ihr wirklich nur mal kurz pipi müsst, ist jetzt der richtige Augenblick gekommen, wo ihr sagt, oh, ich gehe dann mal. Du kriegst das schon hin. Und selbst wenn ihr nicht rechtzeitig wieder da seid, ich meine, wie gesagt, später kann es sein, dass es schwieriger ist, weil man wird in Konflikt mit Weltraumpiraten oder was auch immer kommen, wenn ich mich das richtig gelesen habe. Dann ist es natürlich schlecht, wenn man gerade irgendwie, weiß ich nicht, Federball in der Küche spielt oder so. Aber gerade am Anfang kann man auch ruhig mal, habe ich auch schon gemacht, kann man ruhig mal weggehen. Das ist wahrscheinlich so, als wenn man als Flugzeugpilot, als Passagierflugzeugpilot anfängt, Zeitung zu lesen. Auf 12.000 Metern Höhe. Aber davon... Ja, damit kenne ich mich nicht aus. Knapp 9 AE noch. Stetig fallend. Man wartet. Ich gucke gerade, ob ich nicht irgendwas euch vorlesen kann. Ich sage euch MK5065GSX. MK5065GSX. Gut. Rest überlasse ich euch. Macht was draus. Und falls das noch nicht reicht, ich bin ja gar nicht so, hätte ich noch KVR-13S-9S-8-4. Gut. 6 AE noch. Das ist natürlich für ein kurz angespielt oder für ein Let's Play oder was auch immer, ist das natürlich furchtbar. Jetzt, ne? Gerade so, wenn der Autopilot zum Sparmodus ist, weil was soll ich machen? Ich kann jetzt nicht, kann ich ja so ein bisschen so machen. Ihr könnt natürlich auch die Zeit in-game verpulvern. Ihr könnt zum Beispiel euch mit dem aktuellen System vertraut machen, indem ihr euch anguckt, wie das alles bewegt. Man kann, das habe ich noch nicht gemacht, aber man kann in dieser krassen Übersicht irgendwie berechnen, wo man selbst ist und wie man irgendwie, wo bin ich denn überhaupt selbst, wie man fliegen müsste, um was ganz Bestimmtes, um irgendwo hin zu kollidieren, also um die Schwungmasse zu nutzen und dann irgendwie Sprit zu sparen oder so ähnlich. Aber damit habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht auseinandergesetzt. Das erscheint mir zu heckmeckig.
Noch. So. Aber trotzdem frage ich mich, wenn ich doch im aktuellen System bin, warum wird das nicht angezeigt? Naja. Wie lange dauert es noch? Eine AE. Mal kurz den Missionsstatus checken. 56 Tage. Was? Warum bin ich jetzt nach Cleveland geflogen, wenn ich doch nach Esol B soll? Nee, da war ich schon. Die Rückkehrroute ist Cleveland. Nee, alles richtig gemacht. Ich war kurz verwirrt. Hier hat er schon wieder auf Geschwindigkeitsstufe 3 geschaltet, weil wir gleich landen werden, hoffentlich. Wenn der Autopilot es nicht vergeigt. Hatte ich auch schon. Ich hatte eine Situation, da war der Autopilot überhaupt nicht zulässig. Da wollte ich zu einem Rettungseinsatz fliegen, der irgendwo hinter einem Planeten stattfinden sollte. Auch weil das Flugzeug so, oder das Flugzeug, das Raumschiff so ohne Planeten gekreist ist. Und der ist der Autopilot ums Verrecken immer wieder mit volle Karacho 3000 Kilometer pro Sekunde in den Planeten gestürzt. Das war weniger gesund für die Rumpfintegrität. Hat nicht so gut geklappt. Auf was wartest du? Docke an. Was war denn das? Hat er vergessen, was er machen soll. Naja. Nicht schlimm. Wir sind ja gar nicht so. Komm, seh zu. Dass wir die Dinge hier auch zu Ende bringen. Und dass wir dieses lang angespielt, ich meine natürlich kurz angespielt, auch mal. Zack. Danke. Sie können sich nicht vorstellen, wie erleichtert wir sind. Die Landegebühr von 1 Dollar wurde eingezogen, aber dafür haben wir jetzt auf unserem Konto immerhin schon 16.000 Tacken. Durch diese eine Rettungsmission. Und so ist es halt später zum Beispiel, ist sehr, sehr ertragreich sind, jetzt mal hier wieder auffüllen. Sehr ertragreich sind auch Transportmissionen von mehreren Personen. Hier zum Beispiel 6.000 für eine kleine Gruppe. Oder, ist das das Höchste? Wer bietet mehr, wer bietet weniger? Nee, mehr ist gerade nicht dabei. Schade eigentlich. Und das sind wahrscheinlich 8 Personen oder so. 5. Ja, habe ich halt nicht. Könnte jetzt das Geld, was ich habe, in noch 3 weitere Personen-Dinger investieren und könnte dann halt diese Mission unter anderem annehmen. Aber in dem Moment geht mir natürlich auch Platz verloren. Platz, den ich eigentlich bräuchte, um Stickstoff zu lagern. Um auch entsprechend weit springen zu können, damit die an ihr Bestimmungsort kommen. Und hier kommen dann früher oder später die neuen... Jetzt hier kann ich gerade keinen kaufen. Die neuen Schiffe. In... na sag schon. Die neuen Schiffe in Dings. ins Spiel, also wo halt eben nicht eine Kapazität von 38 oder 17 da ist oder gegeben ist, sondern halt eben mal eine Kapazität von 80 oder 400 oder 1000 gibt es also auch, aber die Schiffe, ihr ahnt es schon, die kosten halt mal eben 1 Million. Also da wird man in diesem Spiel etwas länger für brauchen. Außer ich habe einen ganz essentiellen Teil des Titels bislang übersehen. Falls ihr als nicht als Neulinge, sondern als Interessierter am Spiel dieses Video seht und da einen Tipp habt, diesen gerne auf holase-linuxgaming.de posten oder unter diesem Video, dann übernehme ich es selbstständig auf Holase, aber dann verkaufe ich es auch als mein eigenes Werk. Deswegen schreibt es lieber selbst, dann gehen die Credits auch an euch. Und das soll es auch eigentlich schon gewesen sein. Das Ganze kostet sage und schreibe 540 MB im Download und keinen müden Euro. Das ist Freeware und Open Source. Könnt ihr euch einfach so runterladen und einfach mal testen. Und wenn es langweilig ist, dann fegt ihr den ganzen Kladderadatsch wieder von eurer Festplatte runter und ja, wechselt zum nächsten Spielchen. So ist das nämlich. Ich hoffe, euch ein bisschen unterhalten zu haben, auch wenn es zwischendurch ein bisschen luftleere Löcher gab in unserer kleinen Weltraumreise. Ich hoffe, euer Interesse vielleicht sogar geweckt zu haben für Pioneer. Ein Spiel, das ich, wie gesagt, sehr, sehr gut finde. Und was mir auch, was mich nächtelang beschäftigt hat in den vergangenen 2 Wochen. Und dass ich euch an dieser Stelle auch auf persönlicher Ebene ein bisschen ans Herz legen möchte, wenn ihr euch denn für das Thema Weltraum und interstellares Reisen und Science Fiction und wie es alles heißt, denn ein wenig interessiert. Okay, dann
zwei, drei Informationen. Zusätzlich gibt es noch auf folase-linuxgaming.de, auch zur Steuerung und zur Grafik und so weiter und so fort. Ansonsten empfehle ich euch natürlich die Homepage und verbleibe mit freundlichsten Grüßen. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Bis zum allernächsten Mal. Macht es gut, haut rein und tschüss. Ich denke, es ist nochmal an der Zeit für einen kleinen Kickstart. F5. Und dann würde ich sagen, machen wir's wie, weiß ich nicht, Captain Silver oder so und sagen auf und davon. Man kann übrigens auch, das nochmal am Ende, man kann übrigens auch mit der Leertaste, man ist ja bewaffnet tendenziell, Laser feuern! Ja, stirb Cleveland! Ja, illegales Laserfeuer wird nicht toleriert. Gleich kommen sie angeflogen. Die bösen Polizisten wollen mir zeigen, wo der Hammer hängt. Aber ich reiß aus. Macht's gut, ciao.